Wir zünden eine Kerze an für Gott. Er hat uns das Leben geschenkt und zu ihm kehren wir auch wieder zurück. Und wir zünden eine Kerze an für Jesus. Er hat uns geliebt und uns gezeigt, wie wir liebevoll miteinander umgehen können. Und wir zünden eine Kerze an. Im Namen des Heiligen Geistes. Er schenkt uns Hoffnung und tröstet uns, wenn wir traurig sind. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier in unserer Kinderkirche. Zum dritten Mal hier aus dem Remter online und leider immer noch nicht hier alle gemeinsam. Aber dafür sind wir alle zusammen zu Hause und gucken uns die Kinderkirche an und feiern zusammen Gottesdienst. Lasst uns zusammen beten und eine biblische Geschichte hören. In den Jahren nach der Sintflut wurde Noahs Familie größer und größer und größer. Es gab Enkel, Urenkel und Ururenkel. Sie begannen sich bis in alle Winkel der Welt auszubreiten, so wie Gott es gewünscht hatte. Ihre Sprache blieb jedoch immer dieselbe, sodass sich alle miteinander unterhalten konnten. Einige wohnten in einem Ort namens Babel. Nach und nach lernten sie neue Fähigkeiten, zum Beispiel Ziegelbrennen. Mit Teer fügten sie die Ziegel zusammen und bauten so Häuser. Eines Tages schlug jemand vor, den größten Turm zu bauen, den je ein Mensch gesehen hatte. So ein Turm würde ihren Ort auf der ganzen Welt bekannt machen. Sie begannen sogleich mit der Arbeit. Gott sah, wie der Turm höher und höher in den Himmel wuchs, und er war sehr traurig. Er wusste, dass die Menschen danach strebten, wichtig und groß zu sein. Sie würden denken, dass sie so groß seien wie Gott. Sie würden immer größere Pläne haben und so gierig werden, wie die Menschen vor der Sintflut waren. Gott verlor keine Zeit. Die Menschen mussten miteinander sprechen, um den Turmbau zu vollenden. Wenn sie in verschiedenen Sprachen sprechen würden, könnten sie sich nicht verstehen und so den Bau nicht fortführen. Also gab Gott den Menschen viele verschiedene Sprachen und sandte sie in ferne Länder auf der ganzen Welt. Und so konnten die Menschen den Turmbau zu Babel nie beenden. Wir wollen zusammen beten. Gott, du kennst den richtigen Weg für uns. Bitte hilf uns, dass wir den richtigen Weg erkennen und für uns annehmen können. Amen. Lasst uns mit Gebärden das Vaterunser beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch auf eurem Weg in diesen Tag. Amen. So, die Kinderkirche ist jetzt schon wieder vorbei. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao!